Hallo und herzlich willkommen. Ich habe euch ja vor einem halben Jahr mal gezeigt, wie wir diese Starter-Sets aufbauen, was da drin enthalten ist, und wir haben eine kleine Kolonie da drin platziert. Ja, die ist mittlerweile ein bisschen größer geworden. Wir hatten anfänglich so eine kleine Dose nochmal drüber gestülpt. Ja, dann hatten wir eine mittlere Dosengröße verwendet. Und jetzt hier die Dosengröße, die eigentlich am größten ist, die wir zumindest verwenden. Und das ist ja wichtig, dass die Tiere diese Dosen nutzen können, um ihr Mikroklima zu regulieren. Das heißt, die Temperatur und Luftfeuchtigkeit lässt sich da drin viel besser regulieren für die Tiere als jetzt in dieser gesamten Anlage. Ich denke mal, die Kolonie oder der Pilz ist jetzt so groß, dass dieser Pilz auch eigenständig hier existieren kann. Das heißt, ich würde jetzt ja auch gleich die Dose hier nochmal wegnehmen und der Pilz könnte dann wirklich über diese gesamte Arena hinaus wachsen. In der Regel wird er nicht höher als 30 cm, das ist so unsere Erfahrung, weil dann würde er immer durch das Eigengewicht immer das Ganze unten nachdrücken oder dass das Ganze halt dann so ein bisschen, also nicht mehr so gestützt ist. Mit Stützhilfen würde man das schaffen, auch noch ein bisschen höher hinzubekommen, aber 30 cm ist so das Maximale, das wir, wie gesagt, festgestellt haben. Ja, dann schauen wir mal, wie das Ganze hier aussieht. Ich nehme jetzt hier so einen Behälter hier ab. Ich schüttel hier noch ein bisschen das Bodensubstrat ab. Jetzt schauen wir uns das Ganze an. So, also der Pilz hat jetzt die Möglichkeit, hier drinnen jetzt weiter zu wachsen, also wirklich hier die gesamte Arena auszufüllen. Und was ist jetzt, wenn der Pilz so groß ist, dass wir hier keinen Platz haben, sprich, dass hier die Arena komplett voll ist? Das würde ich euch mal im zweiten Starter-Set zeigen. So, hier haben wir das andere Starter-Set, das ist das kleinere Starter-Set. Und hier sieht man halt auch wunderbar, wie die Tiere hier diese Blätter abtransportieren, beziehungsweise den Pilz schon richtig groß aufgebaut haben, sowie dann die Abfälle hier rüber in die Abfallkammer bringen. Die Abfallkammer ist schon recht voll, werde ich gleich auch nochmal entleeren. Ich denke mal, die haben ordentlich an Material herangetragen oder beziehungsweise rausgetragen. Das ist halt dieser alte verstorbene Pilz, den man hier sieht. Und ja, nebenbei kann man ihn wunderbar auch als Pflanzendünger nehmen. Bei der Pilzkammer ist es jetzt so, wir haben hier halt auch die verschiedenen Größen, diese transparenten Dosen genommen. Also wir hatten angefangen mit so einer kleinen Dose, hatten dann halt diese etwas größere Dose nochmal rübergestülpt. Dann haben wir diese weggenommen. Mittlerweile ist der Pilz schon so groß, dass wir insgesamt diese ganze Arena ausgefüllt haben. Ja, der nächste Schritt wäre jetzt hier, dass wir eine weitere Arena benötigen, damit der Pilz weiter wachsen kann. Ja, weil so ist er jetzt eingeschränkt, kann zwar hier in der Ecke jetzt noch ein bisschen sich ausdehnen, aber an sich ist das Ganze voll. Deswegen habe ich das für euch schon mal vorbereitet. Seht ihr eine weitere Arena, die wir jetzt hier nochmal anschließen. Wo wir das Ganze anschließen, ob wir das jetzt zwischen der Futterkammer und der Pilzkammer machen oder ob wir das zwischen der Abfallkammer und der Pilzkammer machen, ist jetzt nicht so wichtig. Wichtig wäre, dass es irgendwie in der Nähe von der bisherigen Pilzkammer stattfindet. Ich würde das Ganze jetzt einfach mal anschließen. So, zunächst einmal nehme ich hier die Abdeckung ab. Ziehe jetzt hier den Verbinder raus. Die restlichen Ameisen, die drin sind, ja, die klopfe ich jetzt hier einfach mal rein aus der Röhre. So, die restlichen sammle ich gleich dann mal weg. So, dann geht's los. Dann müssen wir hier das Element hier zwischenschließen. Ja, ich bin ein bisschen schnell, bevor die ganzen Tiere rauskommen. Zack. Zack. So. Dann. So. Einer ist hier noch ausgebüxt. So, ich check das gleich dann nochmal. So, die ersten Tiere kommen hier schon rüber, die haben das Ganze schon angenommen. Wunderbar. Dann mache ich die Abdeckung wieder zu. So, jetzt ist dieser Behälter hier erstmal mit der gesamten Anlage verbunden. Und der nächste Schritt wäre jetzt, das Ganze mit einem Pilz zu befüllen. So, der Behälter ist jetzt hier soweit angeschlossen. Wir können jetzt warten, bis die Tiere von alleine jetzt rüberziehen und vielleicht ein Stück von dem Pilz jetzt hier anbauen. Ja, das ist aber nicht so einfach oder wird nicht so einfach gelingen, weil in der Regel würden die Tiere jetzt die Abfälle von der Kammer hierhin platzieren, also dass sie das sozusagen als erweiterte Abfallkammer verwenden. Damit das halt nicht passiert, ist halt wichtig, dass der Pilz hier drinne halt auch wieder so ein Mikroklima bekommt. Ja, also das heißt, wenn der Pilz jetzt alleine hier stehen würde, ist ja auch wieder das Problem, Temperatur, Luftfeuchtigkeit zu regulieren. Also brauchen wir auch hier wieder so eine Dose, die wir Stück für Stück wieder so aufbauen. So, dazu entnehme ich jetzt hier ein bisschen Pilz. Ich öffne das Ganze hier. Öffne hier auch gleichzeitig die neue Pilzkammer. Könnt ihr einen Löffel oder eine Pinzette nehmen.
Ich nehme jetzt hier einfach etwas von diesem Pilzstück, was die Tiere schon vorbereitet haben. Der ist natürlich sehr weich und wabbelig. Den packe ich jetzt hier in die neue Arena schon mal rein. Dann nehme ich hier dieses Blätterbett, das heißt diese Dose, die schon vorbereitet ist mit diesem, was schon angeschnitten ist. Mache ein kleines Blätterbett hier rein. Stülpe das Ganze dann über diesen Pilz hier rüber. Und so können die jetzt anfangen, hier drinnen jetzt diesen Pilz zu bauen. So, dann schließe ich das Ganze natürlich, dass die Tiere jetzt erstmal nicht mehr abhauen können. Jetzt haben sie das Ganze hier soweit angenommen. Ja, ich hoffe, das Ganze war hilfreich und informativ für euch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.